Alors aujourd'hui je reçois Bill, Tom, Björk et Gustave. Bonjour les garçons. Alors vous êtes de retour avec un nouveau titre Automatique et puis surtout un nouvel album prévu pour le 2 octobre. Automatique est disponible en deux versions, anglais, allemand, comme tout cet album. Alors pourquoi l'anglais? Est-ce que c'est pour conquérir un nouveau pays? Parce qu'on se rappelle hein, qu'en 2008 vous aviez été élu meilleur groupe aux États-Unis. Nee, wir haben ja auf Englisch, wir haben uns ja letztes Jahr dafür entschieden, war es letztes Jahr Englisch? 2000? Egal, jedenfalls oder vorletztes Jahr, wir haben uns ja dafür entschieden, wir haben ja die letzte Platte auch schon auf Englisch gemacht und haben uns dann dafür entschieden, dass wir das jetzt immer so machen und das Englische gehört jetzt irgendwie genauso zu uns, darum haben wir von vornherein auch das Album in Deutsch und Englisch produziert und werden das auch in Zukunft so machen. Und ja, also das hat nichts mit dem MTV Award zu tun. Das war ja echt eine Entscheidung mit dem Englischen, die wir einfach früher getroffen haben, einfach damit die Leute unsere Texte überall verstehen können. Weil Deutsch spricht man ja nicht so häufig und darum, ja, und jetzt gehört es einfach zu uns und darum machen wir es auch weiterhin. Ils ont décidé de faire cet album en anglais. Ils savent plus si c'était l'année dernière ou il y a deux ans. Ils pensent que c'est quand même plus il y a deux ans. Ils veulent désormais que leur album soit dans les deux langues. Ça n'a pas vraiment à voir avec les MTV Awards. C'est surtout pour qu'il y ait plus de gens qui puissent comprendre leurs chansons. Est-ce que vous ressentez la même chose quand vous chantez en anglais qu'en allemand? Parce que l'anglais c'est pas votre langue natale, donc on peut s'imaginer que ça peut être quand même plus difficile pour vous. Also am Anfang musste ich mich da schon dran gewöhnen, auf jeden Fall. Vor allem, weil ich ja auch echt so ein bisschen perfektionistisch bin und ich wollte auch, dass es irgendwie nicht irgendwie komisch klingt, sondern dass es irgendwie auch klingt, als sei es meine Muttersprache. Und ja, also man weiß natürlich, dass es das nicht ist und ich fühle mich auch echt richtig wohl mit Deutsch, darum machen wir es auch, aber das Englische gehört genauso dazu. Also mittlerweile ist es echt so, dass ich da überhaupt kein Problem mit habe und dass ich mich total wohlfühle und mich jetzt auch gar nicht entscheiden könnte, welche Version ich jetzt irgendwie lieber mag. So, aber Deutsch ist auf jeden Fall auch beim Erzählen so die Sprache, mit der wir uns natürlich am allerwohlsten fühlen. Les Tokyo Hotel nous disent qu'au début, il fallait qu'ils prennent l'habitude, hein, surtout Bill, parce qu'il est perfectionniste et il voulait vraiment que ça sonne vrai, car l'anglais n'est pas leur langue maternelle. Mais maintenant, Bill est aussi à l'aise quand il chante en anglais qu'en allemand, à un point qu'il ne sait même plus s'il préfère les versions anglaises qu'allemandes ou s'il préfère chanter en allemand qu'en anglais. Et justement, par rapport à cet album, il y a eu pas mal de rumeurs hein, qui l'entourent, notamment avec des collaborations. Guy Chambers qui a travaillé avec Robbie Williams, Kylie Minogue, Red One ou encore Desmond Child, producteur et compositeur qui a travaillé avec Kiss et Scorpion. Alors, est-ce que ces rumeurs sont vraies? Also, ich glaube, da hat jetzt ein Name nur von gestimmt und die anderen waren alle falsch. Also, es sind irgendwelche Schulhofgerüchte, glaube ich. Also, wir haben Universal Music. Oder Universal Music, die da irgendwie irgendwas Falsches erzählen. Also wir haben nicht mit Red One gearbeitet, wir haben auch nicht mit Lady Gaga oder irgendjemand anders gearbeitet. Also wir haben hauptsächlich zusammengearbeitet mit unseren vier Produzenten, die auch schon das erste Album gemacht haben. Und haben viel in Amerika produziert, waren aber auch in Deutschland und ja, also das meiste davon hat nicht gestimmt. Ah, Bill nous dit qu'en réalité, bah, c'est que des rumeurs. Hein. Ils ont travaillé avec les mêmes producteurs que l'album d'avant. Mais il est vrai, cela dit, hein, qu'ils ont bien enregistré aux États-Unis. Ils veulent pas trop en parler cependant. Donc on essaiera de voir dans une prochaine interview éventuellement. Et justement, le hit qu'on connaît actuellement, c'est Automatique ou Automatisch en allemand, qui marque le tournant de ce nouvel album Humanoid, qui sortira le 2 octobre, comme je le disais tout à l'heure. Alors parlez-nous un petit peu de cette chanson Automatique et puis aussi du clip qui s'est tourné quand même dans le désert d'Amérique du Sud. Ja, was soll ich sagen zu dem Song? Also wir haben den relativ schnell entschieden. Das war so einer der Songs, der die ganz, ganz schnell fertig wurden im Studio. Also von der Idee bis hin zur fertigen Produktion oder zum fertigen Song hat es dann nicht mehr lang gedauert. Also es war echt so einer der Songs, die richtig so geflutscht sind im Studio. Und wir waren uns relativ schnell einig dann, dass es auch die Single wird, die erste, weil es irgendwie genau die Energie hatte und den Sound, den wir wollten irgendwie für die erste Single. Und es war so einer der letzten Songs für das Album, also es kam eher weiter hinten raus. Und das Video, das geht jetzt bald auf oder zu. Wir haben in Südafrika gedreht, wir haben gerade eben irgendwie den letzten Cut freigegeben und haben ja bis eben auch noch dran rumgebastelt. Aber es wird sehr, sehr cool, glaube ich. Also wir sind total zufrieden, wir haben irgendwie 5 Tage in Afrika gedreht und sind gespannt, was die Leute sagen. Bill nous explique qu'ils ont décidé déjà de choisir ce titre pour représenter l'album parce qu'ils pensaient tous que c'était celui qui représenterait le mieux Humanoid. C'était aussi un titre qui a été très vite enregistré. En ce qui concerne le clip, ils ont eu la chance de tourner en Afrique du Sud, comme je le disais tout à l'heure. C'était super, ils se sont éclatés et ils viennent même de donner leur accord pour qu'il soit diffusé. Et moi j'ai envie aussi de vous poser un petit peu des questions un petit peu plus personnelles, hein, parce que je sais que les goomers qui nous écoutent en ce moment sur Just It veulent tout savoir sur vous. Bill, Tom, vous venez d'avoir 20 ans, qu'est-ce que ça fait déjà d'avoir une carrière aussi remplie que la vôtre? Est-ce que vous arrivez quand même à vivre votre âge, votre jeunesse malgré tout?
Wir haben uns unsere Jugend nochmal nachgeholt. Wir waren irgendwie in einem Freizeitpark. Wir haben uns einen Freizeitpark gemietet und haben da den Tag verbracht mit unseren Freunden und mit unserer Familie und mit Georg und Gustav natürlich. Und hatten mal so einen ganzen Park für uns. Wir haben uns unseren Kindheitstraum erfüllt zum 20. Geburtstag und haben das gemacht. Und letztendlich, also bei Tom und mir war alles eher früher als bei anderen Kindern, glaube ich. Und wir haben und unsere ganze Jugendzeit auch schon, bevor wir berühmt geworden sind, so ein bisschen ausgelebt. Also bevor wir mit 15 dann veröffentlicht haben. Aber natürlich verpasst man was, das ist klar. Also wir haben, seit wir 15 sind, eigentlich nur gearbeitet. Aber das war eine bewusste Entscheidung. Also es war nichts irgendwie, wo ich jetzt furchtbar traurig bin den ganzen Tag, sondern das ist ja das, was wir machen wollten und das, was wir immer noch machen wollen. Aber na klar, verpasst man schon was von seiner Jugend, auf jeden Fall. Bill nous explique que lui et son frère ont rattrapé leur jeunesse parce qu'ils ont loué quand même un parc d'attractions avec leurs amis, leur famille, Georg et Gustave. C'était un rêve d'enfant pour eux. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup plus de choses que la plupart des jeunes de leur âge. Mais bon, maintenant, ils travaillent beaucoup, mais ils aiment ça. Et justement, moi, je me posais une petite question comme ça. Qu'est-ce que Georg et Gustave vous ont offert pour votre anniversaire ? Wir schenken uns ja nichts. Also Georg hat zum ersten Mal die Regeln gebrochen. Normal schenken wir uns alle nichts. Und Georg hat uns Spiel geschenkt für eine Spielkonsole. Und hat die Regeln gebrochen mit so einer kleinen Aufmerksamkeit. Aber ansonsten schenken wir uns eigentlich alle nichts. Also außer Liebe. Alors normalement les Tokyo Hotel ont une règle entre eux, c'est qu'ils ne se font pas de cadeaux, mais pour la première fois, Georg a transgressé la règle et il leur a offert un jeu vidéo. Ils se font pas de cadeaux parce que pour eux le plus beau cadeau c'est l'amour. Alors je rappelle qu'ils ont eu 20 ans il y a quelques jours. Comment est-ce que vous voyez votre carrière dans 20 ans, d'ici 20 ans? Hoffentlich noch gut auf jeden Fall. Also wir haben schon vor, das die nächsten 20 Jahre noch zu machen. Wir könnten mal einen längeren Urlaub einlegen zwischendurch, aber ansonsten sehen wir uns eigentlich noch auf der Bühne und mit weiteren extrem guten Alben. Ils espèrent que tout se passera bien et qu'ils seront toujours là. Peut-être qu'ils pourront prendre de longues vacances, des vacances un peu prolongées, mais ils espèrent encore faire de la scène et puis avoir des albums super. Et puis surtout, en quoi cet album est-il différent du dernier? Est-ce qu'il est un peu plus pop électro? Also c'est schon ein paar mehr Elektro-Einflüsse auf jeden Fall. Also wir haben schon irgendwie ein paar neue Sachen ausprobiert und haben mehr gemacht als nur Gitarre, Bass und Schlagzeug und haben auch mal hier und da ein paar programmierte Sachen und so weiter. Von daher ist es schon so ein bisschen so ein neuer Sound dazugekommen und hat sich ein neuer Sound entwickelt und aber es sind immer noch wir so und wir sind gespannt, was die Leute sagen, aber das war jetzt mal so ein Projekt, was uns gut gefällt. Alors c'est vrai qu'il est un peu plus pop électro, il voulait complètement changer de style les Tokyo Hotel, c'est un nouveau son mais il reste quand même le groupe Tokyo Hotel, ils attendent avec impatience l'avis des fans et puis nous aussi, c'est aussi un petit peu notre inquiétude, est-ce que le public sera au rendez-vous parce qu'ils ont quand même eu 2 ans d'absence, 2 ans ça fait beaucoup pour des fans. Also wir hoffen, dass es irgendwie noch die gleichen sind, also man weiß es ja nie, aber wir hoffen natürlich, dass unsere Fans uns treu bleiben und dass sie irgendwie, aber wie man sieht, sind ja irgendwie jede Menge Leute da und das macht uns schon mal extrem glücklich und das gibt uns ein gutes Gefühl und also ich glaube, hoffentlich werden welche dazukommen, hoffentlich geht keiner wahrscheinlich sind ein paar vielleicht auch mit uns mitgewachsen, also sind auf jeden Fall welche mit uns mitgewachsen, das wissen wir und sind auch mit uns älter geworden jetzt über die Zeit und sind immer noch da. Ouais, donc Bill dit qu'ils espèrent que le même, ça sera toujours le même public, que les fans resteront fidèles, d'ailleurs ils pensent que voilà, les Françaises sont toujours susceptibles à leur charme, ils espèrent aussi qu'il y aura de nouveaux fans et puis peut-être que finalement les fans auront grandi avec eux, mais pourquoi s'être arrêté pendant 2 ans? Est-ce que c'était trop de pression, trop jeune, le succès, ça vous a fait peur un peu? Naja, das war gar nicht so eine lange Pause, um ehrlich zu sein. Wir sind ja bis Ende letzten Jahres in Amerika noch auf Tournee gewesen und haben wirklich, also ich glaube im Dezember sogar noch irgendwie Termine da gehabt und haben noch gespielt. Und von daher ist es ja gar nicht lang. Also wir haben parallel dann schon am Album gearbeitet und haben das dieses Jahr fertig gemacht. Und für uns ist es nicht so eine lange Pause. Ich glaube, das ist auch echt für jedes Land dann anders. Also ich glaube, jetzt zum Beispiel für Amerika ist es jetzt überhaupt keine lange Pause und für manche andere Länder dann auch mal länger so. Aber das war leider anders auch nicht möglich, weil wir echt, wie gesagt, viel noch live gespielt haben und dann gar nicht irgendwie dazu kam, irgendwie unser Album zu machen. Und dann haben wir jetzt aber auch gut und lange daran produziert. Wir wollten ja auch keine Kompromisse eingehen und aber wir hatten auf jeden Fall keinen Urlaub, also wir haben uns nicht irgendwie entspannt oder so. Puisqu'il y a quand même de mieux, c'est tokyohotel.com. Merci beaucoup les garçons pour